Herzlich willkommen zurück zum weiteren Video auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, wenn ihr jetzt kostenlos unterstützen wollt, dann use gerne im einem Shot den Creator Code sofort und gleich TV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in einem Shop vom 21.12.2019. Heute haben wir richtig kranken Item Shop. Oh mein Gott, was ist das? Mega geil. Oh mein Gott, ist das ein krasser Shop. Mega guten Einstieg. Alter Vater, ist das übel. Wir fangen an mit Verräter. Ja, den hatten wir ja schon immer gehabt. Trader, der hat eine Benutzung von 4,44 von 5 bei 9 Worts zum ersten Mal am 13. Dezember 2019 im Shop gewesen. Seitdem 3 Mal und einem Reminder. So, Sith Trooper, den hat hatten wir ja auch schon gehabt. Auch Gameplay schon, ist auch jetzt verlinkt in der rechten oberen Ecke. Oben links eine Infocard. So, 3,9455 bei 16 Worts. Das ist am 13. Dezember 2019 im Shop gewesen. Seitdem 3 Mal und 6 Reminders. Und dann kommen wir zu... Ach, hier, Schlagstock. Und der hat eine Benotung von 4,9255 bei 13 Votes zuerst beim 13. Dezember 2019 im Shop gewesen. Seitdem 3 Mal und ein Reminder. TIE Fighter. Hammer, geiles Teil. Wirklich mega geil, das Ding. 4,2555 bei 12 Votes zuerst mal am 13. Dezember 2019 im Shop gewesen. Seitdem 3 Mal und ein Reminder. So, und jetzt kommen wir zu... So, wir machen erstmal... Aber die gibt es eigentlich gar nichts anderes. Wir müssen mit den neuen Sachen. Natürlich, wir müssen jetzt mit den neuen Sachen. Es ist ja alles neu. Sorry, brutal. Bliss. Sorry, Bliss kenne ich überhaupt nicht. Wer ist denn das? Ich auch nicht. Kennst du nicht so eine Schurkin, dir, die im Krieg. Zum Beispiel, Leute, ich werde mir, nur mal so damit bestimmt auch im Gameplay zu folgen, ich werde mir nächsten Freitag, ne? Also Donnerstag. Ist Donnerstag? Ist zweiter Weihnachtsfeiertag, ne? Mhm. Ja, also am Freitag hole ich mir Star Wars The Fallen Order. Dazu gibt es bestimmt dann auch ein Gameplay. Mal von mir und ja, ich. Liebe Star Wars. Du? Ich liebe Star Wars auch. Trotzdem kenne ich Sorry Bliss nicht. Ich auch nicht. Das wird wahrscheinlich, die wird wahrscheinlich schon im neuen Skywalkers. Komm. Zoom mal bitte an die ran und dreh die mal. Wir sind auch im Kino. Gell, der gleich? Auf jeden Fall. Was hatten die da hinten am Kopf? Da. Wieso ist der Kopf so lang? Weiß nicht. Komisch. Ah, hier. Eine Schurkin, die im Krieg zwischen der Ersten Ordnung und dem Widerstand nicht neutral bleiben kann. Mhm. Okay, gut. Hat keine Benotung. Finde ich, und null ganz, ich find ganz okay. Gut. Also es geht von mir 7 von 10. 8 von 10. Oh mein Gott. Y-Wing, der Y-Wing. Klar, das ist ganz oh ganz klar. Oh mein Gott. Das Alter, für 1200 wie was? Das ist 10 von 10. 10 von 10. 10 von 10. Ja, auch keine Benotung und einen Reminder. Hammer. So, dann kommen wir zu... Oh. Oh. Klick drauf, dunkle Seite. Nein, noch nicht. Klick auf die, erstmal auf die dunkle Seite da. Zeig mal. Für 200 V-Bucks. Ja. Kriegst du es hin oder kriegst du es nicht hin? Nee. Anscheinend nicht. Dunkle Seite. Es gibt eine große Erschütterung der Macht. Ja. Ja, hätte man besser machen können. Wahrscheinlich, ja. Aber ja. Schon mal vor, wenn der andere schwebt dann. Ja. Das wäre gut. Das wäre witzig. Ein Reminder übrigens nun, aber. Ja, also ich gebe dem 7 von 10. Ja, passt. So, Kylo Ren. Kylo Ren, da gibt es dann auch verschiedene Styles. Ja. Und deine Lieblingsfigur? Nein, überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, Kylo Ren ist für mich der größte Böse. Der größte üble Schurke, Böserpursche, den es in der ganzen Serie gibt. Also ganz Saga. Ehrlich... Also das ist unfassbar. Wie kann er, er hat meinen Lieblingscharakter getötet. Han Solo, sein Vater. Würdest du das mit mir tun? Nein. Also. Aber das Krasse ist, was wir schon festgestellt haben, die Bösen sehen immer am coolsten aus da drin. Ja. Ne? Ob es Darth Vader ist oder er. Ja. Aber er ist trotzdem er ist ein Suff. Ich kann man darf man Bastard sagen? Man darf ja. Bestimmt Bastard sagen. Er ist ein mieser Bastard, sorry. Es gibt Darth Vader ist nicht mal so schlimm wie der. Ja. Weil Darth Vader wenigstens nicht seine Leute, die er geliebt hat, tötet. Das stimmt. Ja. So, also, trotz allem bewerten wir jetzt den Skin, auch wenn ich jetzt nicht krieg von mir Kylo 10 von 10. Zeig nochmal den anderen Style. Das Outfit kriegt von mir 10 von 10. Ja, schon geil, ne? Ja. Ja, von mir auch 10 von 10. Keine Benotung und null Reminders. So, und dann? Hier will keiner spielen. Vibrosense. Vibrosense. Waffe der Ritter von Ren. Ritter von Ren kenne ich auch noch nicht. Ren, kein Ren. Die Armee. Also diese komischen Handlanger von Kylo Ren.
Okay, auch sieht auch mega cool aus, das Teil. 10 von 10. Ja, definitiv. Ja, keine Brote. Und ja, dann war es das auch schon, oder? Nein. Links. Achso, nee, das ist das komplette Set. Zeig mal, was da drin in dem noch kompletten Set. Die beiden für 1800. Ja, beide für 1800. Und die drei für 2000. Und die drei für, ja, also jetzt bin ich echt am Überlegen. Die für 1800. Die drei Dinger. Die zwei Dinger sind schon geil, ne? Aber ich hab den Falken. Ja, den Spiel sehen hat. Kannst du da nichts sehen, du? Ja, das macht mich wahnsinnig. Leute, wie geht's euch denn eigentlich bei dem rasenden also Falken, wenn der so aufklappt? Ich finde das schrecklich, weil ich sehe dann gar nichts. Ich finde den cool. Übrigens, Creator Code, wenn ihr euch die neuen Items kauft, Creator Code sofort gleich in der TV habt, dann seid ihr einfach cooler und gewinnt die nächste Runde Fortnite, die ihr spielt. So. Dann seid ihr SUGler. SUGler, ja. Star Wars und Co. Star Wars und gleich. Star Wars und gleich, genau. So. Ja, wir werden jetzt mal gucken, dass wir die Skins irgendwo auf der Map finden. Ja, und ja, Creator Code, zurück gleich TV. Wir bewerten noch kurz den Heidenshop. Was gibt's da zu bewerten? Was? Holy. Ich sag ja, das sind zu viele. 666 Love, 613 jetzt mehr und 2856 Hated. Es gibt nur Leute, die es entweder lieben oder hassen. Das ist ja halt bei Star Wars so. Ja, auch bei Harry Potter oder so. Ja. Ich auch. So, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, abonniert den YouTube-Kanal gerne kostenlos und schreibt es dir an. Bis dahin, bis uns beim Design und tschüss, ciao.